Wenn du auf der Suche nach professionellen Tipps bist, die deine Akustikgitarre besser klingen lassen, vielleicht sogar fast schon wie eine professionelle Akustikgitarre, dann bist du hier genau richtig. Du kennst das vielleicht. Vor ein paar Jahren hast du dir eine günstige Akustikgitarre gekauft und alles war gut. Doch nach einer Weile wirst du besser und dann bemerkst du eben doch, dass noch etwas Luft nach oben ist. Die gute Nachricht ist, du kannst was dafür tun, dass sich deine Akustikgitarre besser spielt und sich auch noch besser anhört. Und genau das besprechen wir jetzt. Das Einfachste ist, und das ist ein wirklicher No-Brainer, du musst neue Saiten auf deine Akustikgitarre aufziehen, wenn sie besser klingen soll. Später habe ich noch weitere Tipps für dich, aber jetzt reden wir erstmal über die Saiten, denn die machen einen großen klanglichen Unterschied. Es gibt viele verschiedene Saiten von unterschiedlichen Herstellern auf dem Markt und die meisten klingen auch gut. Es gibt aber nicht nur Unterschiede im Klang, sondern auch in der Bespielbarkeit und vor allem in der Haltbarkeit von Saiten. Wenn du aber möchtest, dass sich deine Akustikgitarre überhaupt gut anhört, solltest du erstmal neue Saiten aufziehen. Mein persönlicher Tipp ist es, beschichtete Saiten wie die von Elixir zu verwenden. Ich benutze genau die schon seit Jahren auf meinen Akustikgitarren. Und der Vorteil von beschichteten Saiten ist es, dass sie den frischen Klang von neuen Saiten viel länger halten als unbeschichtete. Aus dem Bauch raus würde ich mal sagen, bestimmt 10-mal so lang. Smash den Like-Button für mehr Videos wie dieses. Aber ist es nicht übertrieben, teure Saiten auf eine günstige Gitarre aufzuziehen? Nein, denn die Saiten lassen eine Gitarre hochwertiger klingen. Die Saiten hier kosten mit 15 Euro deutlich mehr als unbeschichtete Saiten, aber wenn sie nur 2- oder 3-mal so lang halten, dann hast du das Geld schon wieder drin. Unbeschichtete Saiten kosten weniger. Ja, aber sie verlieren den Glanz auch schneller. Beschichtete Saiten rosten nicht, das heißt, du hast immer das Spielgefühl wie vom Anfang. Außerdem halten sie die Stimmung besser und sind unempfindlicher gegen Temperaturschwankungen. Das heißt, besonders gut, wenn du zur Probe oder zum Gig musst. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und der geht schnell. Wenn du die Bespielbarkeit und den Klang deiner Akustikgitarre verbessern willst, dann solltest du auf jeden Fall das Griffbrett und deine Buntstäbchen säubern. Wenn du sowieso die Saiten wechselst, dann bietet es sich an, mit einem Tuch um deinen Finger gewickelt, einmal hier entlang zu fahren und den Schmutz zu entfernen. Du solltest aber nicht deinen Fingernagel oder spitze Gegenstände verwenden, weil du sonst das Griffbrett zerkratzt. Und wenn du schon dabei bist, dann kannst du auch gleich das Griffbrett einölen. Dafür gibt es spezielle Pflegeprodukte, die das Griffbrett geschmeidiger machen. Die Gitarre lässt sich besser spielen, du spielst besser und das Endergebnis klingt besser. Ein weiteres einfaches Upgrade, das du auch ganz allein bei dir zu Hause durchführen kannst, ist es, die Bridge Pins deiner Gitarre auszutauschen. Die sind bei vielen günstigen Akustikgitarren nämlich aus Kunststoff. Aber das geht noch besser mit Materialien wie Knochen oder Tusk. Knochen und Tusk haben beide die optimale Härte und damit ein sehr gutes Schwingungsverhalten. Bridgepins aus Knochen machen deinen Klang offener und wärmer. Bridgepins aus Tusk verleihen deinem Klang mehr Brillanz. Und Bridgepins aus beiden Materialien kriegst du auch schon im Fachhandel für 15 bis 20 Euro. Das kann bei einer günstigen Akustikgitarre einen großen Unterschied machen. Kommen wir nun zum Steg. Gerade beim Saitenwechsel solltest du darauf achten, wie rum der Steg eingesetzt ist. Denn bei günstigen Akustikgitarren kann es schon mal passieren, dass dieser beim Saitenwechsel herausfällt und dann solltest du unbedingt wissen, wie rum er eingesetzt war. Zur Sicherheit kannst du ihn auf einer der Saiten mit dem Bleistift markieren. Der Steg beeinflusst bei unserer Akustikgitarre die Saitenlage. Das ist der Abstand zwischen der tiefen E-Saite und dem Bundstäbchen. Bei Akustikgitarren beträgt dieser Wert optimalerweise am 12. Bund gemessen 2 bis 2,5 mm. Ist die Saitenlage also zu hoch, dann kannst du den Steg herausnehmen und die Unterseite mit einem Schleifpapier abschleifen. Zur Sicherheit solltest du das aber lieber einem Fachmann überlassen. Bei unserer Taylor AD17 ist die Steganlage aus Mikata. Das ist ein Material, das unter anderem aus Carbon besteht, also sehr gut. Wenn du aber eine günstige Akustikgitarre hast, dann ist die Steganlage wahrscheinlich aus Kunststoff. Also lohnt sich's auch hier wieder, die gegen eine aus Knochen oder Tusk auszutauschen. Für die Feinbearbeitung der neuen Steganlage solltest du aber unbedingt einen Fachmann ranlassen. Der nächste wichtige Punkt ist das Setup der Akustikgitarre. Hier ist vor allem wichtig, dass der Hals gerade bzw. leicht konkav, also nach innen gewölbt, eingestellt ist. Das ist einfach wichtig, dass die Saiten nicht an den Buntstäbchen scheppern. Natürlich ist es auch wichtig, dass alle Buntstäbchen gleich hoch sind und der Steg nicht zu tief gefeilt ist, wie ich dir gerade schon gesagt habe. Wie stellen wir also den Hals unserer Akustikgitarre ein? Dafür ist im Hals ein sogenannter Halsstab eingebaut. Bei unserer Taylor AD17 befindet er sich unter dieser Abdeckung. Bei anderen Akustikgitarren wird er am Ende des Halses eingestellt. Jetzt brauchst du einen Imbusschlüssel und kannst damit die Wölbung des Halses entweder so oder so einstellen. Aber stopp, hier musst du vorsichtig sein. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann maximal eine Viertelumdrehung pro Einstellung. Und du musst dem Hals Zeit lassen, dass er sich setzen kann. Wenn du es noch nie gemacht hast, dann empfehle ich dir aber trotzdem, einfach zum Profi zu gehen. Dann hast du für 25 bis 50 Euro eine perfekt eingestellte Gitarre. Kommen wir jetzt zum Sattel und den Sattelkern. Gleich habe ich auch noch einen richtig guten Tipp für dich, aber bleiben wir erstmal hier. Bei unserer Gitarre haben wir einen Sattel aus Graphit, deswegen müssen wir das, was ich dir gleich erzähle, hier nicht machen. Die Sattelkerbe sollte vor allem tief genug
und breit genug sein, dass die Saite gut drin liegt und frei schwingen kann. Bei günstigen Akustikgitarren ist die Kerbe meistens zu tief, sodass die Saite scheppert, oder nicht breit genug, sodass sich die Saite verhakt und die Gitarre sich nicht richtig stimmen lässt. Ein guter Tipp, wenn sich die Saite in der Sattelkerbe verhakt, ist es, diese zu schmieren. Dafür gibt es bestimmtes Graphitpulver, das genau dafür gedacht ist. Alternativ kannst du auch einen Bleistift nehmen und die Sattelkerbe etwas anmalen. Das hat genau den gleichen Effekt. Das ist einfach dafür da, dass die Sattelkerbe geschmiert ist und die Saite frei gleiten kann und die Gitarre stimmstabil ist. Bei günstigen Akustikgitarren kann es sich außerdem lohnen, den Sattel auszutauschen. Ähnlich wie beim Steg solltest du hier auf Tusk oder Knochen als Material zurückgreifen. Die kosten ca. 10 bis 20 Euro und den Einbau würde ich wieder von einem Profi machen lassen. Jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp für dich, der den Klang deiner Akustikgitarre gewaltig verändern kann. Und zwar die Wahl des richtigen Plektrums. Hierbei ist vor allem die Dicke des Plektrums entscheidend. Weiche Plektren verleihen dir einen spitzeren Sound und dicke Plektren machen einen Sound runder und voller. Hierbei lohnt es sich also immer, eine Auswahl an Plektren dabei zu haben. Ich selbst spiele immer Plektren zwischen 0,53 und 1 mm. Dann kann man viel rumprobieren, was man eben gerade möchte für den Sound. Wenn du noch nicht so geübt bist, dann lohnt es sich vor allem, weiche Plektren zu spielen, denn die gleichen noch viel Dynamik in deinem Spiel aus. Ich lasse hier noch ein Video da. Klick mal drauf, es wird dir gefallen. Mein Name ist Leon und wir sehen uns auf Delamar.